So, und da sind wir auch wieder. Ich Pause eben nochmal genutzt, habe nochmal ein, zwei Bilder verschickt. Jo, ich glaube, das ist das letzte Video. War zwar eben gerade ein bisschen im Gespräch drinne. Eben hast du gesagt, sie sind noch hier. Ich soll langsam machen. Jetzt holst du rum, ich bin hier. Vergiss mich nicht. Geh jetzt einfach. Ja, ich bin doch dabei. Alles wird wieder gut. Ihnen geht man nicht, mein Herr. Sie kontrollieren jede Straße in diesem Gebiet. Haben sie euch so erwischt? Ja. Ich ging auf dem Weg. Und sie lagerten in der Nähe. Und warteten auf Reisende. Versteckt euch in der Wildnis, bis ich die Straßen geräumt habe. So. Wir retten jetzt erstmal den Mann von der Alten. Von der Dame, die gestorben ist. Und dann sehen wir weiter. Geh denn hier überhaupt ab? Das hat viel zu lange gedauert. Meine Güte. Irgendwie kriege ich es nicht ganz hin.
Aber ich bin ja auch gleich da. Techniken. Kampfhaltung bin ich durch. Hier bin ich auch fast alles durch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das, was ich eh benutze, ist sowieso durch. Dementsprechend kann ich eigentlich komplett entspannt einfach nur noch alles vervollständigen. Schick hier. Schick, schick. Hab's tatsächlich gekriegt. Krass. So, 2 Verbesserungen verfügbar. Ja gut, es ist ja klar, ne, wenn ich die ganze Zeit Dingsbumm sammel. Ich bin bald da. Muss nur ein bisschen aufpassen. Von dort macht es ihm nicht zu leicht. Sprich nicht. Meinen nächsten Schuss habe ich. Wir müssen ihn finden. Komme! Du entkommst mir nicht! Dafür, dass ich hier nicht lebend rauskomme, lief's doch ganz gut. Hey Boys. Das war unglaublich, mein Herr. Kommt ihr aus dem Gasthaus? Nein, mein Herr. Sie kamen hier vorbei, gingen aber nach Osten. Wisst ihr wohin? Sie erwähnten Klippen nahe dem Fluss. Den Ort kenne ich. Nehmt euch Vorräte und bringt euch in Sicherheit. So, muss ich noch mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Nach Osten. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Was ist das hier für ein Ort?
Fuchsbau! Fuchsi! Nehme ich mit. Ja, warte doch mal. Guck mal, ich bin ja da. Nicht so schnell, Fuchs! Jetzt weißt du? Nein, das wäre gemein. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich meine, der führt uns ja zu solchen Orten, die uns ja helfen. Super. Jetzt habe ich mir schon fast gedacht, irgendwie so ein bisschen hatte ich es im Hinterkopf, dass wir da doch in diese Hütte rein müssen. Das war irgendwie leicht abzusehen. Alter, man kann es auch übertreiben. 4 Pfeile. So, zu viel will ich jetzt auch nicht durch die Gegend rennen, weil wir wahrscheinlich unsere Kampffertigkeiten und Ausdauer brauchen. Theoretisch habe ich hier ja unendlich, aber sind wir mal ehrlich. So ein bisschen übertreiben müssen wir es ja nicht. Ich habe jetzt gerade an was anderes gedacht und hatte meinen Faden verloren. Dementsprechend habe ich so lange gebraucht zum Überlegen. Ich glaube, ich sollte mal so langsam eine Pause machen und einfach sagen, yo, jetzt chill ich mal erstmal mein Leben. Jan wollte heute um 18 Uhr da sein. Wie viel Uhr haben wir es? Ja, wir haben ja schon 10 vor 5. Auf jeden Fall habe ich mir halt schon gedacht, irgendwie, dass wir da. Au! Aua. Ja. Also, ich finde es auf jeden Fall eine interessante Idee. Das mit dem Ausdauer für Dingsbums. Für den die Ronin wollten. Kannst du den nicht treffen? Das ist manchmal ein bisschen nervig, weil sich die Entwickler halt wirklich explizit dazu entschieden haben, keinen Autofokus zu nehmen. Was ich auf der einen Seite verstehe, auf der anderen Seite halt auch. Klar unterlegen, mein Herr. Ja. Danke, mein Herr. Diese Ronin verdienten den Tod. Sie töteten Unschuldige im Gasthaus. Ich habe einige von ihnen erkannt. Sie dienten einst dem Yarikawa-Clan. Überlebende der Rebellion. Und doch Verräter ihres eigenen Volkes. Es sind noch mehr von uns in der Nähe. Die Ronin haben Hoa, Hiyue und Oda. Dann ist Oda am Leben. Wenn es hier Tote gab, kümmert euch darum und bringt euch dann in Sicherheit. Super. Ja, wie gesagt, Oda retten wir jetzt noch. Und dann ist für heute auch fertig. Jan kommt ja sowieso in einer knappen Stunde.
Es müsste doch dieses Gebäude hier sein. Da hinten ist noch irgendwas. Vielleicht werde ich da, wird mich das da hinweisen, so der Chef von denen oder so. Bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Aber generell finde ich es einfach wunderschick. Oder ist dort irgendwo. Ich glaube, wenn ich jetzt den Falschen erschieße, dann haben sie mich alle. Heißt ein Schütze! Ja, ich will zwar nicht sagen, es war gut, aber es war auch nicht unbedingt schlecht. Also wir haben es geschafft. Ah, ich bin einfach zu ungeduldig. Mein Herr. Ja, ist ja gut. Ich will erst looten, dann quatschen. Danke. Das war lame. 12 Vorräte, okay. Mein Herr, bitte. Ihr müsst schnell zum Gasthaus. Meine Frau wurde verwundet. Ich sprach mit ihr. Ist sie? Ihr letzter Gedanke wart ihr. Oh nein. Meine arme, liebe Frau. Die war wirklich lieb. Ihr Tod wurde gerecht. Diese Ronin tun nie wieder jemandem weh. Danke, mein Herr. Ich muss sie ein letztes Mal sehen und mich verabschieden. Mach das. Armer Oda. Ist immer so kurz vorher, ne? Immer so kurz vorher. Wir können dir noch einen Technikpunkt geben, aber nur. Nur solange der Vorrat reicht. So in etwa, ja. Wir sind soweit durch. Ich müsste jetzt. Wie lange sind wir noch? Ja, komm, 20 Minuten. Sollte eigentlich mal gehen. Ich meine, wir sind ja, schlage ja immer theoretisch immer so ein bisschen über die Stränge. Von daher kann man das auch mal ein bisschen anders machen. Mal ein Völkchen, ein Folgenvölkchen. mal weniger. Aber ansonsten. Theoretisch würden wir jetzt von der Geschichte weitergedrückt, aber ich bin ganz ehrlich. Ich will eigentlich weitermachen. Also nicht mit der Geschichte, sondern mit dem Spiel. Aber wie gesagt, ich bin, merke so langsam, dass ich ein bisschen weniger schwätze. Diesbezüglich, ja.
ist es vielleicht doch eine ganz gute Entscheidung, den Part jetzt gleich zu beenden, zumal ich nochmal nach meinem Pokémon gucken muss. Nämlich die ganze Zeit so ein bisschen am Hin und Her. Fuchsbau schon wieder. Den machen wir noch. Den lasse ich mir nicht nehmen. Die Zeit nehmen wir uns. Ja, Ressourcen muss ich auch noch mitnehmen, Fuchsi. Also dementsprechend entspann dich mal. Bin nicht so klein wie du. So, wo kann ich ihn streicheln? Wie, der hat sich vom Acker gemacht. Der kleine Lümmel. Hätte ich wenigstens mal ein bisschen kraulen lassen können. So. Ist hier irgendwas oder ist hier nur ein Lager? Ich glaube, hier ist nur ein Lager. Ja, hier kann ich speichern, oder? Erste 2023 habe ich das letzte Mal gespielt. Interessant. Interessant. So, Leute. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Tschüss.